Und ein herzliches Willkommen zurück zu dem Mindclone Let's Play. Mindclone 2 Let's Play. Ich wollte erstmal kurz was zeigen. Und zwar dieses Ersetzen von alten Blöcken zu neueren. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich gespawnt bin. Ich jetzt aber die Flight-Taste aktiv halten, aber klar, siehst du, finde ich fast was gefallen. So, genau, hier war nämlich ein Beispiel. Diese ganzen Blöcke sind jetzt neuere Blöcke und die wurden halt auch alle ersetzt, Stück für Stück. Und jetzt muss ich noch ganz kurz gucken. Nein, das da. Kommen wir da in solchen Bereich rein, wo das der Fall ist. Übrigens hier eine ganz geile neue Burg. Das sieht ultra super duper schick aus. Hat jemand, ich wollte jetzt gerade sagen, über Nacht. Kommt fast hin, also in ein paar Tagen aufgebaut. Finde ich ultra geil, nice. Ich habe auch eine Nachricht. Ne, die rufe ich jetzt lieber nicht ab, weil ist ja hier mein Admin-Account. Nicht, dass da mir irgendjemand was geschrieben hat, was ich im Let's Play nicht zeigen sollte. Kann ja mal sein, deswegen lass das mal lieber. Ich schätze zwar, dass mir nur JK1 geantwortet hat, aber trotzdem, sicher, sicher. So, hier, achso, siehst du, kann ich dir gleich zeigen. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, hier sind zwei verschiedene Grasblocktypen und das sind aber nicht mehr zwei verschiedene Blöcke, sondern es ist jeweils der gleiche Block, MCL Core, Dirt with Grass und Dirt with Grass, aber der Parameter 2 ist hier 0 und hier jetzt 1. Das heißt, dass die verschieden sind, wird ausschließlich über den Parameter 2 gelöst, was ich persönlich halt ganz geil finde. So, jetzt gucke ich mal. Ah, genau hier, da sieht man es. Da sieht man, da waren überall noch die alten Blöcke. Und wenn ich jetzt dahin gehe, schwupp, werden die abgedatet zu den neuen Blöcken. Tadam. Und das finde ich halt ultra witzig. Erstens sieht das immer super süß aus. Und zum anderen ist es halt auch so okay, super süß. Achso, jetzt bin ich hier im Spawn-Bereich. Na gut. Da gibt es natürlich wahrscheinlich eher weniger davon zu sehen. Weil den Spawn-Bereich bin ich natürlich dann danach überall erstmal abgegangen, damit es halt beim Spawn-Bereich direkt schon ersetzt ist. Aber halt gerade abseits vom Spawn, wo halt bisher noch kein Spieler war nach dem Update, da ist es halt noch so. Oh, hier wurde aber was mit World Edit gemacht, kann das sein? Hier sind so diese World Edit Artefakte drauf. Okay, wir hatten hier was mit World Edit gemacht. Ha! Höchst interessant. Ach, hier die Brücke wahrscheinlich. Ich will eine ganze Ebene. Leute, was macht ihr hier? Kann ja nur JK1 gewesen sein. Also JK1, wenn du das siehst, bitte fixen. Das sieht ja sowas von komisch aus. Was ist denn hier passiert? Hier auch. Hat er hier, um die Brücke zu erstellen, erstmal alles hier mit Luft gesetzt oder was? Also, sieht ein bisschen sehr seltsam aus. Muss ich ja mal so sagen. Was? Ach so. Siehst du, kann ich hier gleich mal herrufen. Komm mal her. Mal gucken, ob es ihm auffällt, was ich meine. Fällt dir was auf? Hä? So dezent. Wo ist denn jetzt die Rüber hin? Hallo, da? Hä? 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 Fällt dir was auf? Da, guck mal da hin, du. Da. Da. Da, da, da. Ach ja, das war ich. Man wollte im World Edit mal mit Undo-Befehl machen. Oha. Fixe ich später.
muss ich mir das nur merken. Wie gesagt, ich habe vorhin schon mal gesagt, mein Gedächtnis ist eher so wie so ein Flachbrettscanner. Ja. Alter, hier auch viele neue Gebäude. Mann, ich bin so selten in der Map unterwegs. Scheiß Ausbildung. Hab in letzter Zeit so wenig Zeit privat hier zum Spielen, da verpasse ich die ganzen neuen Sachen hier. So, gibt es jetzt hier mal neue Felder? Kann doch nicht sein, dass das davon schon alles war. Müssen wir mal gucken, wie ist das hier eigentlich gut gemacht. Ist das hier jetzt eigentlich auch Quest oder ist eigentlich nichts hier, also einfach Delete Blocks? Okay, gucke ich dabei erstmal nach. So, F. Ah ne, das ist tatsächlich noch ein separater Block, okay. Na gut, ich meine, eigentlich habe ich ja bereits gesehen, was ich da zeigen wollte. Es gibt halt Stellen, da waren halt andere Blöcke, gerade zum Beispiel bei diesen Dschungeln, da ist es halt so. Und eben, da wo halt Dschungel war vor dem Update, wo man schon aufgedeckt hat die Map, und dann nach dem Update dann wieder hingekommen ist, da waren dann halt erstmal überall diese unbekannten Blöcke und die werden dann halt alle Stück für Stück ersetzt. So, hier ist alles komplett neu, hier wird alles gerade neu generiert, das heißt, hier gibt es diesen Effekt auch gar nicht. Oder? Ne, gibt es hier nicht? Keine Ahnung. Ah, sowas liebe ich. Gut, okay, also das, was ich zeigen wollte, habe ich gezeigt. Von daher gehe ich mal wieder zum Spawn. Da, wo ich auch immer hingehöre. Und dann würde ich mal sagen, ja, meine Liebe zu Japan fällt garantiert keinem auf. Jetzt wieder als Ronix. So, dann kommen wir mal wieder schnell als Ronix an und spielen weiter. Ups, nein, das war das Admin-Passwort, das war falsch. Alter, ich sag's ja. Wer merkt sich bitte schon freiwillig? Was jetzt? 10 Passwörter auswendig. Das ist dumm, warum mache ich sowas? Nein, ich habe 5 Server und brauche für jeden Server, für Benutzer und Admin ein separates Kennwort. Digga, das geht nicht. Ich bräuchte mal so eine Liste, wo ich mir jetzt aufschreibe. Ich meine, wenn einer bei mir zu Hause einbricht, dann kann er sowieso den Server an sich mitnehmen. Also kann ich die Passwörter auch direkt hier auf dem Laptop aufschreiben. Da habe ich jetzt immer gleich griffbereit. Okay, gut, weiter. Wir brauchen Dschungelbäume. Ist noch nicht gewachsen. Das ist aber unfair. Bitte wachst, meine lieben Bäume. Hier wächst auch nichts. Das ist traurig. So, gucken wir mal schon mal, wie wir es jetzt mit der... Okay, hat er gleich gefixt. Sehr schön. Nice, danke. Muss ich jetzt noch nicht machen? Sehr gut. Wie machen wir es jetzt hier mit der Treppe? Jetzt haben alle im Let's Play gesehen, wie fleißig du bist. Sehr schön. Ja, wie gesagt, JJK1 habe ich ja schon mal erwähnt. Also, ich glaube mal, ohne JJK1 würde die Server nicht mal halb so gut laufen. Weil, wie gesagt, ich gerade jetzt durch meine Ausbildung habe halt relativ wenig Zeit, leider. Deswegen kann ich mich in letzter Zeit quasi wirklich nur noch ums Hosting als solches kümmern. Und habe in-game quasi kaum noch Zeit. Ich guck mal ab und zu mal noch abends oder morgens vorbei. Aber das ist leider viel zu selten geworden. Ist irgendwie ein bisschen traurig. Gut, jetzt habe ich jetzt 2 Wochen Weihnachtsferien. Da schaffe ich jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr anzukommen. Ocelot, come on. Was soll ich sagen? Genau, vielleicht habe ich jetzt in den 2 Wochen wieder öfters anzukommen. Aber wie gesagt, Ausbildung verschlingt halt leider sehr viel Zeit. Ist halt leider so. Und hat halt nun mal leider Vorrang.
So, Treppe. Ich würde mal sagen, wir das auf jeden Fall erstmal weg und machen da Erde rein. Wobei brauchen wir eigentlich gar nicht, weil hier kommt später sowieso der Tree rein, also der Baum. Von da kann ich hier die ganze Gedöns auch schon mal weg, direkt wegnehmen. Ist eigentlich, könnte ich hier direkt den Baum, das Baumgedöns schon hinmachen. Dschungelholz. Was? Dschungelholz? Ist doch kein Dschungelholz. Ach so, ja, okay, die Holzbretter heißen ja Bretter, nicht Holz. Ich wollte gerade sagen, weil das sind ja eigentlich die Baumstämme. Ah, das war klar. Oder genau so ran, wie ich das nicht haben möchte. Danke. Ah nein! Eine schöne Gurken. Karotten. So, dann muss ich hier erstmal überall ein bisschen was hinmachen. Das war perfekt. War das gut? Nein, war nicht gut. Perfekt. So, der ganze kleine Ratsch kommt erstmal weg. Haben wir gleich mal wieder ein bisschen Scheiße. Oh, schönes Guckfenster. Nice. Ich glaube, das lasse ich sogar gleich so. So ein bisschen funny. Was so ein richtig, so ein richtiges heimliches Guckfenster-Ding, wo man außer Wolken nicht sieht. Ich glaube, das kann eins mit seinem Melon, Alter. Gerne. Einfach das verfahren. Da haben wir nahrungsmäßig schon mal ausgesorgt. Sehr gut. Wo muss ich jetzt lang? Achso, ich komme gleich mal hoch. Das war natürlich super, super. So, jetzt haben wir hier so eine schöne Treppe. Müssen wir nur gucken, wie wir später den Aufstieg überhaupt machen zum Baumhaus. Weil das Baumhaus als solches soll gar nicht direkt hier unten losgehen, sondern es soll, wie gesagt, der Baum ist ja relativ groß und quasi der untere Bereich ist Wiese und das Baumhaus hängt quasi in den Bäumen. So habe ich mir das vorgestellt. Ob das was wird, ich habe absolut keinen Plan. Ich lasse mich da echt überraschen. Mir fällt gerade auf, das mit dem Guckfenster war natürlich super intelligent. Hier kommt ja der Baumstamm hin. Das war auch intelligent. Ist jetzt überhaupt das richtige Holz? Das müsste Dschungelholz sein, oder? Ja. Da kommt das Eichenholz da hinten hin. Damit ich hier nicht andauernd durcheinander komme. Ja, genau, perfekt. Und jetzt hier noch. Kann es sein, dass das, was ich gerade mache, eigentlich komplett dumm ist? Och Leute, was tut denn hier für eine Scheiße? Verschwende hier gerade voll das Holz. So weit kommt es noch. Wollten wir nicht für K1 gerade ein Stack von 30 Millionen geben? Oder war das nur ein Köderversuch? Ne, die müssen da drinnen bleiben. Gut, dann kommt hier wieder Erde hin. Die beide können weg. Ne, der muss bleiben. So, weil den Bereich sieht man später gar nicht mehr. So, und ich muss mir jetzt mal überlegen, vielleicht wie ich jetzt hier am besten am dünnsten Abgang baue. Also ich würde gerne hier noch einen hinbauen, dann da, dann hier so, kommt man dann nämlich vielleicht aufs Feld drauf. Und dann geht es hier quasi weiter runter. Das heißt, der hier muss nochmal wegkommen. Und dann kommt man quasi hier so richtig schön in unser kleines Heiligtum rein. Easy. So habe ich mir das vorgestellt. Perfekt. Beziehungsweise eigentlich kann ich das auch hier komplett weglassen. Sieht man den Baumstamm von der Seite aus? Ja, sieht man. Dann lasse ich das mal so.
Weil wir können das gleich so machen, weil wir kommen hier sowieso aufs Feld drauf. So und wieder runter. Von da kann man hier quasi aufs Feld drauf und vom Feld dann hier gleich nach unten. Können wir das direkt so lassen. Easy. Gut. Sehr schön. Weil wir sind mittlerweile schon gewachsen. Ich komm, wir brauchen eine Steinaxt. Eine Eisenaxt. Das geht ja gar nicht. Eisen. Oh, wir haben nur noch. Wir haben gar nicht mehr so viel Eisen, sehe ich gerade. Das ist ja Mist. Das gefällt mir mal gar nicht. So. Aha. Und aha. Wir brauchen echt mehr Eisen. Oh, unsere Axt ist auch schon fast kaputt. Oh Gott. Da dieser Albtraum. So, wir bekommen keine Saplings. Dann raste ich mal ganz gehörig aus. Bitte was? Also wenn wir hier keine Saplings bekommen, ja, also. Okay, ich glaube, wir haben ein Problem. Wir haben weniger Sapling als davor. Wir hatten davor 5, jetzt haben wir nur noch 3. Sogar mit Päckchen. So eine Skulter, also so eine Skulperbox, die kann man jetzt hier aufstellen. So. Bumm. Und dann kann man da zugreifen. Digga, was sind die ganzen Melonen her? Ich hoffe, sie hat jetzt nicht von uns erwartet, dass wir jetzt alle Melonen nehmen, weil das war eine ganze Kiste voll mit ganz, ganz vielen Melonen. Das wäre ein bisschen ganz, ganz viel zu viel gewesen. Wow. So, gut, wir haben ein Problem, weil wir haben jetzt noch weniger Dschungelsetzlinge als davor. Das ist offen gesagt richtig dumm scheiße. Das heißt, wir werden definitiv mal auf eine kleine Tour gehen in einen Dschungel und wir brauchen Bäume. Wir müssen Bäume fällen. Anders wird das hier gar nichts. Das heißt, Homepunkt ist gesetzt. Ich setze einfach mal das aber hier nochmal ein, irgendwo. Hier ist auf der Kiste drauf. Set Home. So, und dann begeben wir uns auf den Abstieg. Hier sieht es einigermaßen sicher aus. Sagte er und starb. Holla die Waldfee. Okay, ich glaube, jetzt noch nicht sicher. So, von hier kam. Du Kacke. Von hier kamen wir. Oh, was tue ich hier gerade? So, von hier kamen wir. Das heißt, hier müsste es auch sicher sein. Sieht doch gut aus. Easy peasy, lemon squeezy. Geil, oh Mato. Okay. So, dann suchen wir uns mal schon Dschungel. Ich habe keinen Plan, in welche Richtung einer ist. Sieht super schick aus. Da ist ein Pferd drin. Lol. Da ist ihn, das heißt, da ist wahrscheinlich der Spawn. In Richtung Spawn möchte ich aber nicht gehen, weil da war, glaube ich, kein Dschungel in der Richtung.
Ich meine, der Spawn selber ist ein riesiger Dschungel, ja, aber der Spawn ist ja relativ weit ausgebaut. Außerdem ist es überall geschütztes Gebiet. Da hinten ist ein Dschungel. Ja, sehr schön. Nice, I see. Also zumindest sehe ich da einen Baum. Zwei Bäume. Au! Da sollte also ein bisschen was sein. Und wehe, ist es ein geschütztes Gebiet. Da muss, nee, sind normale Bäume. Och nö, oder? Das sind normale Bäume. Oh, bin ich jetzt blöd? Ist das ein normaler Baum oder ein Lümmelbaum? So ein normaler Baum. Ich fäll einfach mal einen Baum und gucken, was denn kommt. Dschungelholz habe ich 4. Dschungel, Dschungel. Müsste ja die Zahl größer werden. Nee, ist kein Dschungelbaum. Doch, ist Dschungelbaum. Ja, komm, gib mir Saplings. Saplings, Saplings. Oh, Saplings. Ja, damit. Wir brauchen ganz viele Saplings. Und wenn ich sage viel, meine ich ganz, ganz, ganz viel. Was ist hier los? Warte auf. Ja, ja. Hallo? Kein einziger fucking Setting gerade. Ach, leck mich doch. So, da hinten sind noch mehr Dschungelbäume. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da müssen wir hin. Das ist genau der Ort unserer Begierde. Oh ja, da hat sich auch jemand schon mal eine Treppe gebaut. Setzlinge. Was? Kein einziger Setzling? Was ist los mit diesen Dschungelbäumen? Haben die gekifft oder sind das große Bäume? Oh, dann nehmen wir einfach die großen Bäume. Obwohl, nee, lieber nicht. Wollen wir jetzt hier verarschen? Wieso kriegen wir keinen einzigen Sampling? Das ist Betrug. Ah, jetzt haben wir gleich mit einmal 3 Stück bekommen. Aber ja, klar. Das ist so random einfach. Oh, das Ganze ist wieder weg. Endlich mal ein paar Saplings hier. Oh, das heißt, ich vertraue mal nicht darauf, dass wir hier genug Saplings bekommen, damit wir selber züchten können. Das heißt, ich klaue jetzt hier direkt gleich so viele Bäume, dass wir mindestens 16 Saplinge haben. Und noch ein paar mehr. Dann können wir uns die großen Bäume gleich direkt züchten. Tja, was ich mal gucken muss, ist, dass ich mal die Wood-Cutting-Mod mal ein bisschen optimiere, also verändere, dass auch diese Dinger hier mit abgeschlagen werden automatisch. Weil das hier natürlich in der Luft immer hängen bleibt, ist natürlich ein bisschen blöd. Vielleicht habe ich ein bisschen Holzstamm. Da muss ich nicht unnötig die Axt verschwenden. Natürlich ein bisschen blöd, dass die Dinger hier immer hängen bleiben. Oder ich muss mal Wusi Bescheid sagen im Forum, dass sie diese Weindinger hier mit in die Blättergruppe aufnehmen soll. Oder in die Blätterklasse. Weil eben, die Wordcutting-Mod baut da quasi automatisch alles das ab, was in der Holz- oder in der Blätterklasse ist. Und die Dinger gehören halt nicht dazu. Die haben entweder eine eigene Klasse oder gar keine Klasse oder irgendwie so. So, wir brauchen noch mindestens 4 Saplings. Sieht doch schon mal scheiße aus. Und ich weiß doch nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, die droppen dann irgendwann auch von alleine. Die Frage ist, stimmt das oder bilde ich mir das nur ein? Doch, die droppen von alleine, die verschwinden. Wir warten mal ganz kurz.
Ja, die verschwinden. Okay, gut. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann geht das. Verschwinden auch komplett? Scheint so. Ja, wenn sie verschwinden, müssen sie auch komplett verschwinden. Ist ja. Gut, okay, dann geht's ja doch. Dann ist ja alles gut. Weil es ist halt ultra scheiße, wenn dann irgendwo die gesamte Landschaft hier mit diesen so einen fliegenden Dingern verschandelt ist. Das ist ja nicht sehr schön, weil früher war das nämlich so. Da hat man dann genau gesehen, wo jemand Dschungelbäume abgebaut hat, weil nämlich dann überall diese Dschungeldinger noch rumhingen. Aber wenn das jetzt gefixt ist, mittlerweile schon, dann ist ja alles gut. Dann ist das ja alles, was ich haben wollte. So, jetzt haben wir schon 14 Saplings. Sehr gut. Oh, siehst du, dann kriegen wir sogar ein bisschen Kakao. Geiler Sound. Weil diese Dinger natürlich wie Leiter gelten. Man kann ja auch hochklettern. Dachte ich zumindest. Achso, weil er in der Luft ist. Ja, und dementsprechend, wenn ich dann natürlich die Shift-Taste drücke, um den Baum mit einmal abzubauen, dann kommt dabei natürlich gleichzeitig auch der Wille von dem Spiel, da dran runter zu klettern. Was natürlich, wenn ich auf dem Boden stehe, nicht funktioniert. Und deswegen dieser sich wiederholende Sound. Okay, gut. Dann verlassen wir den Ort. Ich würde sagen, wir haben definitiv genug Saplings. Ja. Nee, ich hole mir noch ein paar. Weil das Problem, was mir gerade einfällt, ist, wie gesagt, wenn wir von dem Baum gar nicht genug Saplings bekommen, dann könnten wir nicht zur Not noch einen Baum einpflanzen. Wir müssen aber zur Not vielleicht noch einen Baum einpflanzen, weil, wie gesagt, diese großen Mammutbäume, die wachsen in zwei Größen. Und wenn wir daraus ein Baumhaus bauen wollen, dann bräuchten wir natürlich alle in der gleichen Höhe. Und das geht natürlich nicht. Das heißt, wenn dann einer ein bisschen kleiner ist, müssen wir den wieder abholzen und nochmal neu pflanzen. Und das geht aber nicht, wenn wir zu wenig Saplings nur bekommen. Die bleiben jetzt hier in der Luft oder was? Ah, okay. Muss also immer noch dabei bleiben. Ja. Wow, gleich 4 Stück mit einmal. Hä, war das ein normaler Baum? Ich schwöre, ich krieg eine Krise hier. Da war das einfach ein normaler Baum hier. Ach, hier doch. 19. Hallo? Haben mal wieder keine gedroppt. Sehr schön. Hier ist noch einer. Okay. Ah komm, 20, damit können wir 5 Bäume pflanzen. Das sollte dann doch reichen. Gut, jetzt müssen wir nur gucken, wo war unser komisches Ding. Unser Baumhaus. Da oben? Ja, da ist die Flieheninsel. Da sieht man sie. Man sieht die Flieheninsel von unten. Yay! Da hätte ich mal eine Frage. Wie kommen wir da am dümmsten rauf? Da sieht es gut aus. Da kommen wir hinten nicht drauf, das heißt, wir versuchen mal hier vorne rauf zu gehen. Ah, doch, sieht gut aus. Geronimo, Platsch. So. Ist die Folge schon zu Ende? Ist es gerade die dritte Aufnahme oder sind wir noch in der zweiten? Ich guck mal ganz kurz. Ne, war noch zweite Aufnahme. Gut, dann ist die Folge zu Ende. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und dann wieder. In dem Sinne, Schau und V.